Ja, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Wie ich aussehe, ist egal an der Stelle. Ja, mir wurscht. Make-up mach einfach so. Das sieht dann gut aus, ja. Denkt euch das Gesicht weg. Ja, deswegen, also so ist es halt. Und wenn ihr dazu wirklich ein Tutorial sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Ich mache nur Spaß. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr könnt schon sehen, heute bin ich nicht ganz alleine. Hallo. Yeah, die liebe Steffi ist mit dabei vom Kanal Mamako Beauty. Ihr kennt sie mit Sicherheit alle. Und ich bin super glücklich, dass wir heute Videos miteinander drehen. Ja, und ja, heute wird es ganz schön ergeben. Wild hier. Ja, genau. Es wird jetzt wild. Gleich super lustig. Denn wir wurden getaggt von mehreren YouTubern schon zur 3-Minuten Make-up-Challenge. Mhm. Ne? Und ich bin schon total gespannt, ob wir uns jetzt daran halten werden. Ich glaube eher nicht. Aber ja. Wenn ich das schaffe, mache ich es jeden Morgen. Genau, bin schon super gespannt, freue mich auch drauf. Ich habe auch nicht geübt. Nee, ich habe auch nicht geübt. Nee, wir machen das jetzt einfach so. Ja, genau. Mal gucken, wie es wird. Ihr seid jetzt live mit dabei. Ich freue mich total. Und ich würde sagen, wir schminken uns jetzt erstmal auf dem Zweitkanal von der Steffi ab. Genau, den Kanal verlinke ich euch auch sehr gerne mal unten in der Infobox, Dankeschön. Falls ihr den noch nicht kennt, was ich nicht glaube. Und schaut genau, mal Mamako vorbei. Genau, wir reden jetzt einfach miteinander, schminken uns dabei ab und dann sehen wir uns gleich wieder quasi. Wenn wir die hier komplett ungeschminkt mit der Stoppuhr und schminken wir uns in 3 Minuten komplett. Genau, oder in 3 Minuten uns zu schminken oder auch nicht, genau, oder nur die Augenbrauen in 3 Minuten. Und ich würde sagen, wir taggen gleich schon mal jemand, ja, gut, weil dann komplett ungeschminkt ist doof. Wir taggen unsere Mädels. Ja. Wir taggen die Tara, Tamtam Beauty, mhm, und die Gözde. Gözde Duran. Und die Kim, Ruby Loves Candy. Genau. Und die Mayra Joanne. Und die Sandy von Sandylicious. Genau. Und vielleicht schaffen sie es ja und können es vielleicht auch zusammen drehen. Zusammen, genau. Wäre auch total lustig, weil alleine habe ich mich jetzt irgendwie nicht so getraut. Nicht so lustig, langweilig. Zu zweit ist lustiger. Genau. Also wenn ihr Bock habt, Mädels, dann macht's. Da würden wir uns total freuen. Und wir legen jetzt aber mal los. Ne? Okay, los geht's. Genau. Viel Spaß beim Video. Das hat Heidi bei mir abgeguckt. Ich habe nämlich alle Produkte schon mal geöffnet. Sie hat alles schon auf. Und da sagt Heidi so, ah, das ist aber eine gute Idee, schon mal alle Produkte vorher aufzumachen. Und ich so, hallo. Oh. Also, da bin ich wieder. Ihr habt schon mitbekommen. Ist das Mikrofon an? Ja. Ich bin aufgeregt. Ich auch. Ich bin ein bisschen und so. Ich würde sagen, dadurch, dass ihr mich jetzt mal komplett ungeschminkt seht, was ja nicht so oft auf meinem Kanal vorkommt, mache ich mir jetzt noch die Haare schön. Auf meinem kommt es öfter vor. Ja. Wirklich jetzt. Ich du machst schon ja auch Make-up-Tutorials. Ganz häufig. Soll ich das so machen, damit ihr ein bisschen abgelenkt seid? Wir wollen uns jetzt schminken, Heidi. Komm schon. Das ist doch egal, ob du da Blümchen hast. Ich mache nur Spaß. Also, meine Lieben. Stoppuhr ist bereit. Hier, Steffi hat schon ihr Handy. Und wir schminken jetzt einen wunderschönen Look für euch. Ja, total. Also schaut euch das ab. Nicht? Das wird jetzt ein Frühlings-Sommer-Look. So. Soll ich mir meine Haare hochmachen noch? Heidi. Soll ich euch lieber ein Haartutorial machen? Okay. Also, okay. Ganze Produkte liegen da. Ich bin jetzt echt ein bisschen aufgeregt, ne? Aufgeregt! Das war jetzt total unser Dialekt. Okay. Also. Ich nehme schon mal das erste Produkt zur Hand. Ich auch. 3 Minuten, Steffi, Schatz. 3 Minuten. Schaffen wir das? Bin ich scharf? Auf die Plätze. Bin ich scharf? Du bist immer scharf. Ich muss scharf sein. Auf die Plätze. Fertig. Fertig. Los. Oh nein. Ein bisschen Foundation. Oh nein. Heidi macht das mit den Fingern. Ich mache das mit meinem Pinsel. Oh nein. Das ist übrigens die Lumi Magique. Nein, ich weiß es jetzt schon, dass ich das nicht schaffe. Jo, es sind schon 15 Sekunden um. Oder 17. Man muss das auch am Hals so schön verblenden. Damit der Übergang besser aussieht. Ey, wer ist denn auf diese doofe Idee gekommen, dieses Video zu machen? Du, Schatz. Oh nein, war ich das wirklich? Yes. Und wer hat das erfunden? Die Schweizer? Genau, Ricola. Ricola. Oh, was ist hier passiert, ey? Schatz, was? Wie lange haben wir schon? Oh mein Gott, wir haben schon 38 Sekunden und ich habe noch nicht einmal die Foundation nicht vernünftig verblenden. Ich brauche Kinder. Wo ist mein Puderpinsel? Okay, fertig. Ich habe meinen Pinsel vergessen. Ja, ihr Pinsel vergessen. Ey, das ist gemein. Mach mal kurz auf Stopp. Stopp gibt's hier nicht. Schlecht vorbereitet. Pech Scheiße. Oh, das war jetzt gemein von dir. Ein bisschen Kontur. Womit wollte ich mich denn konturieren? Ach du Schande, ey. Ich konturiere mich jetzt mit einem viel zu roten Produkt, weil ich an nichts anderes gedacht habe. Ey, du bist voll mies. Hast du halt knall, hat man nicht deinen Pinsel geliehen. Wollte ich doch. Merkt ihr das, wie sie mich disst? Diss. Ey, so habe ich mir ja noch nie mein Blush aufgetragen. Scheißegal. So, weiter. Nächstes Produkt. Bisschen rosa. Oh. Ey, Leute. Das habe ich ja noch nie gemacht in 3 Minuten. 1,25 sind um. Ey, wenn mein Mann das sieht, ne, dann denkt er sich, ey,
Du kannst frühest wirklich nur 3 Minuten jetzt demnächst vorm Spiegel stehen. Klinik. Schnell. Olaf Futsch heißt die Farbe. What? Wunderschön. Ich höre dir eh nicht zu. Mit wem redest du? Mit den Zuschauern. Ach so, okay. Die wollen ja vielleicht wissen, was ich hier Tolles verwende. Ah, wo ist mein... Ich lasse gleich irgendwas von dir runterfallen. Ich sag's dir. Bisschen verblenden noch. Bisschen verblenden, so weg. Habe ich jetzt eigentlich schon... Mann, ich habe meinen Concealer vergessen. Mach ich doofe Gesichter, oder? Eigentlich wollte ich noch... Oh Mann, ey, ich sag's euch, ich bin aufgeregt. Oh, dann alles auch zumachen und so. Und ganz zum Schluss werde ich wahrscheinlich sagen, hätte ich mal meinen unteren Wimpernkranz nicht gemacht. Davon ist mir viel zu viel von meiner Zeit weggegangen, kann ich halt, stimmt. Ey, wie lange haben wir noch Zeit? Keine Ahnung. Mist. Ich habe keine Zeit, darauf zu gucken. Augenbrauen. Meine Augenbrauen. Ey, wir haben schon 2:16, Schatz. Wie bitte? Ja, wirklich, ich schwöre. Mascara. Zack. Zack. Fertig, Lippenstift. Ich mache mir dafür einen geilen Lippenstift drauf. Ich habe dafür schöne Wimpern. 2:30. Nein. Ey, das ist nicht der ideale Lippenstift, um schnell zu machen. Die Farbe. Und noch ein bisschen Blush. Ich bin gleich fertig. 2:40. Echt jetzt? Ich brauche noch Mascara. Ich hab's dir gesagt, ne? So kann ich echt rausgehen, ne? Und? Was bedeutet, warum mache ich mit meinem Blush ans Kinn? Nein. Das bedeutet, ich wollte eigentlich auch noch meinen Michael Kors Bronzer verwenden. 2:55. Also ich wäre dann soweit. Ich auch. 3 Minuten. Also ohne Spaß. 3:02. Wir kommen jetzt gleich beide noch mal ein bisschen näher ran, nee. Oder? Doch. Nee. Doch, wir kommen noch mal ein bisschen näher. Guck mal, meine Augenbrauen geht gar nicht. Ich habe mich hier so ein bisschen... Mein Lippenstift, guck mal, ich habe mich voll übermacht. Du hast aber echt einen Lippenstift genommen. Der nicht so einfach ist, nee. Ne? Ich hatte eigentlich meinen L'Oreal... Guck mich mal an, mach mal die Augen zu. Nee, ich habe ja null verblendet. Ich habe nicht nur meinen Eyeliner gezogen. Hier ist noch mein Concealer, ne, den ich extra aufgemacht habe. Das ist lustig, echt. Guck mal, hier voll versifft. Und hier wollte ich eigentlich den von L'Oreal auftragen. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, ne? Ich habe Mascara drauf, ich habe Lidschatten drauf, ich habe meine Augenbrauen jetzt nicht ordentlich, aber ich habe sie gemacht. Aber 3 Minuten? Ich habe einen Lippenstift für 3 Minuten, ey, so würde ich jetzt ohne Spaß, so würde ich jetzt wirklich zum Aldi gehen. Na klar. Hallo? Ich auch. Glaubt man's? Ich würde so auch jetzt in Aldi gehen, ganz ehrlich. Ich finde nicht so schlecht. Bisschen Haare jetzt noch machen, ne? So, ganz ehrlich. Warte. Gar nicht verkehrt, du. Ich versuche sie noch zu überreden, ein paar Nahaufnahmen zu machen. Nein. Geht doch, gar nicht. Also, oh, ey, was ist denn mit meinen Haaren gerade los? Ich mache euch eine Nahaufnahme. Mein Gesicht darf sie von ganz nahem einblenden. Wenn sie ja? sich das nicht traut. Nee, aber geht gar nicht. Gut. Der Lippenstift, guck mal, der ist... Also boah. Ich denke, dass man es auf jeden Fall schaffen kann in 3 Minuten, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Man ist jetzt so ein bisschen geschminkt, würde ich sagen. Natürlich so ein bisschen schlurig. Ne? Also ja. Im Normalfall kann man es aber, denke ich, schaffen in 3 Minuten. 5 Minuten. Wenn man den Lidschatten weglässt. Wenn man vielleicht den Blush weglässt Fall, oder so, klar. Kann man es auf jeden Fall schaffen. Und wenn man dann die Foundation ein bisschen ordentlicher einarbeitet, den Concealer ein bisschen schöner. Ich habe ja allein 40 Sekunden schon nur für die Foundation gebraucht und war noch nicht immer richtig fertig. Ja, siehst du. Dann kurz wegen dem Pinsel weg. Naja, ich freue mich schon darauf, das anzugucken, weil ich habe ja jetzt gar nicht zugeguckt. Ja, ich bin auch total gespannt, aber ich hatte oder euch die Augenbrauen schöner zu machen oder so. Ja. Aber ich denke, wenn man das alles ordentlich macht, ich bin ja morgens, also in 10 Minuten kann man das schon schaffen. Ja, ich habe euch dazu ja ein Video gemacht, vor kurzem sogar. Das habe ich euch... wann war denn das? Keine Wovon Ahnung, mein vorletztes Video von L'Oreal, mein One Brand. Ja. Da habe ich ja die Stoppuhr mitlaufen lassen. Da ach ja, stimmt. 5 bis 7 Minuten brauche ich frühest in der Regel. Ne? Also so 5 Minuten auf jeden okay. Fall und 7, ja, das ist halt immer ein bisschen dann, ordentlicher. Ich brauche immer dann ein bisschen länger natürlich, wenn ich wirklich Lidschatten ordentlich auftrage, verblende, ja, verblende, verblende, klar. Noch eine Farbe genau. und so und dann auch noch einen Eyeliner ziehe und Concealer so. Das nimmt dann natürlich auch nochmal so 10 Minuten in Anspruch. Aber frühes, ne, jetzt Kind in Kindergarten oder Schule, muss man es halt schnell machen. Ne, so. Aber naja, ich, find das Ergebnis ich bin jetzt mit dem Ergebnis nicht, nicht so. Auf jeden Fall war es lustig. Es war sehr lustig mit das dir. Das ist ja die Hauptsache. Und danke, ne? dass du mich gedisst hast. Bitte. Okay, also wollen wir jetzt noch ein bisschen näher? Wir lieben uns doch. Ja, wir lieben uns, klar. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Ja, also meine Lieben, ich hoffe, dass euch die Challenge gefallen hat. Das hoffe ich wir auch. Fanden es jetzt super lustig. Für uns einfach so als, ja, kleiner Test Spaß zwischendurch. Eben, genau, und als Test, Challenge. Genau. Und ich hoffe, dass die Mädels mitmachen werden. Ich Mädels, auch. Macht auf Mädels jeden Fall mit. Und ich hoffe, ihr stellt euch ein bisschen besser an. Soll ich mir doch nochmal die Blumen ins Haar machen, dass ich nicht ganz so doof aussehe? Mach das meine bitte. Blumen. Wenigstens zur Verabschiedung, das heißt. Meine Blumen sind weg. Wo sind sie denn? Wo war man stehen geblieben? Bei der Verabschiedung und du wolltest dir dafür noch Blumen ins Haar tun. Ach so. Ja, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Wie ich aussehe, ist egal an der Stelle. Ja, mir wurscht. Und wenn ihr dazu ein Tutorial sehen wollt, sagt's mir. Ich mache nur Spaß, Leute. Bei mir auf dem Kanal ist halt auch mal lustig. Mein Gott, ja. So sind wir halt. Vor allen Dingen, wenn wir zusammen sind, ne?
Rette sich, wer kann. Da geht es nur so zu. Es geht nur so zu, wirklich, glaubt mir. Also es ist nicht normal. Ist aber lustig. Ja, klar, es ist lustig. Schade, dass wir so weit auseinander wohnen. Ja, deswegen, also so ist es halt. Und wenn ihr dazu wirklich ein Tutorial sehen wollt, dann lasst es mich wissen. Ich mache nur Spaß. Aber so schlecht sieht es gar nicht aus. Guck mal. Bis aufs Make-up, mach einfach so. Das sieht dann gut aus, ja. Denkt euch das Gesicht weg. Ja. Das hatten wir vorhin schon, den Witz, ne? Passt, echt? Wir haben nämlich auf meinem Zweitkanal haben wir uns abgeschminkt gemeinsam. Wir haben einfach so geredet, so wie wir abends im Bad jetzt reden würden. Genau. Ne? Wenn ihr Lust habt, schaut vorbei. Bevor wir schlafen gehen, ich schlafe nämlich heute wieder bei der Steffi. Yeah. Freue mich voll. Und da haben wir einfach gequatscht mit euch. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, haben wir uns abgeschminkt. Und dann sieht er mich auch ungeschminkt. Ach so, ihr habt mich gerade eben ja auch schon ungeschminkt gesehen. Oha. Ich mache nur Spaß. Also, meine Lieben, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Das hoffe ich auch. Lasst es euch gut gehen. Und falls ihr unsere Kanäle noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar kostenlos. Auch wenn ihr uns jetzt ungeschminkt gesehen habt. Aber wie gesagt, wir sind voll lustig. Genau. Und Steffis, wie gesagt, Kanäle verlinke ich euch unten. Da könnt ihr sie abonnieren. Und bei mir genauso. Müsst ihr einfach auf den Button drücken. Ihr könnt auch die Infobox einfach aufmachen. Das ist super easy. Viele wissen das nicht, was eine Infobox ist. Und vor allen Dingen ganz wichtig, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen müssen, ihr könnt, ich sag's jetzt mal für die zukünftigen Videos, die Qualität der Videos verbessern, indem ihr an dem Rädchen quasi klickt und euch dann eine Qualität aussucht. Am besten natürlich in HD, bei 1080 ist es bei uns, ne? Genau. Genau, deswegen haben wir ja auch so eine tolle Kamera und versuchen immer das Beste, aber wenn ihr nicht auf das Qualitätsdingens drückt, dann seht ihr es auch nicht gescheit. Aber das ist vielleicht bei einem komplett ungeschminkten Video bei mir am besten. Besser. Ja. Dich. Okay. Nein, bei mir ja auch. Nein, Gott. Mein Gott, so sehen wir nun mal aus. Ja, so Natur. Ist es halt nun mal. Genau. Okay, meine Lieben. Also, dann, wie gesagt, verabschiede ich mich jetzt zum 10.000. Mal. Lasst es euch gut gehen. Schaut bei meiner liebsten Lieblingssteffi vorbei unbedingt, denn ich liebe sie über alles. Das wisst ihr ja auch. Und ich liebe dich. Ja, es ist ja auch so. Ich habe voll das schöne Geschenk von der Steffi gekriegt zum Geburtstag. Zeigst aber erst irgendwann bestimmt. Ja, aber auf Instagram ist dann bestimmt schon das Bild online. Ja, bestimmt. Jetzt erstmal noch nicht, weil jetzt kümmere ich mich erstmal um Steffi. Meine Haare verabschieden sich jetzt auch und deswegen verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Reicht jetzt. Ja, also, jetzt reicht's. Möchtest du auch noch Tschüss sagen in meinem Video? Ja, möchte ich. Darfst du? Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal. Genau, also tschüss. Bis dann. Tschüss.